Wenn Sie sich das nächste Mal aufregen, und oft geht es gar nicht so lange, bis man sich das nächste Mal aufregt, also wenn einfach der nächste Aufreger kommt, dass man nicht nach außen geht und sagt, das oder jenes will ich, dass es anders ist, sondern dass man nach innen geht. Wann wird eigentlich ein Mann mit einer Waffe als Freiheitskämpfer bezeichnet? Und wann wird ein Mann mit einer Waffe als Terrorist bezeichnet? Und wann wird ein Mann mit einer Waffe als Guerilla bezeichnet? Und wann wird ein Mann mit einer Waffe als Widerstandskämpfer bezeichnet? Also beide, der Ärmste und der Reichste, gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht Spaltung betreiben. Es ist entscheidend für die Friedensbewegung, dass wir hinter die Kulissen der Macht blicken. Aber dieses Thema Pearl Harbor, meiner Meinung nach war es schon eine Überraschung, ein Überraschungsangriff. Aber nur für die amerikanische Bevölkerung, für den Präsident war nicht überrascht. Und Medien sind ein Machtelement. Und dann, das ist ganz entscheidend, entlässt Kennedy Alan Dulles. Das heißt, er entlässt den mächtigen Direktor der CIA. Aber die Wut war trotzdem real. Und das ist ja das Interessante. Das Gefühl kann real sein und die Geschichte kann falsch sein. Soll die Angst nicht klammern. Sie kommt, sie geht. Man ist nicht die Angst. Man ist das beobachtende Bewusstsein, in dem mal Angst aufsteigt, mal steigt Freude auf, mal steigt Wut auf, mal steigt Liebe auf. Weil ich bin mit den Indianern völlig einig, dass der innere Friede letztendlich die Basis von allem ist.